Herzlich willkommen hier wieder an der Tankstelle. Pfingstmontag ist vorbei. Wir haben ja gesagt, dass die Preise steigen könnten wegen Pfingsten, immer wenn Feiertage sind oder irgendwelche großen Aktionen. Dann ist der Spritpreis in der Regel immer teurer. Jetzt gucken wir da hin und da braten wir einen Storch. Diesel ist seit dem ersten Teil meines Videos 1 Cent teurer geworden. Die anderen Kraftstoffe hier haben um die Hälfte reduziert, 30 Cent sollten ja runtergehen. 15 Cent sind hier angekommen. Ich habe mal gehört, dass die Spritpreise hier täglich fast 30 Mal angepasst werden. Also kann das sein, während ich eine Reportage mache, dass der Spritpreis hinter mir angepasst wird. Das ist durchaus möglich. Ja, was werden wir jetzt machen? Also ich würde mich jetzt in einer Woche nochmal hier zurückmelden und dann gucken wir uns an, was da hinten passiert ist. Vielleicht haben wir ja Glück, alles ist billiger geworden, alles ist so, was uns versprochen wurde. Jetzt habe ich von irgendeiner Zusatzsteuer gehört, die da drauf kommen soll. Das ist schlau. Die Politiker, die das hier verzapft haben, haben nachgedacht und sind wirklich schlau. Und das sollte ja am Verbraucher ankommen. Ich habe ja 2 Diesel und da kommt es nicht an. Irgendwas ist falsch gelaufen, was weiß ich nicht, aber das kriegen wir noch raus. Deswegen könnt ihr hier ein Abo lassen, dass ihr immer wieder auf dem neuesten Stand der Videos seid. Und mir ein Like da lassen, dass ich auch motiviert bin, Videos zu machen. Und dann sehen wir uns hier wieder auf Blueframe Video. Schönen Abend noch.